Was für eine geile LAN war das denn hier, bitteschön? Also wir haben das Ganze natürlich hier zum allerersten Mal gemacht. Ja, also ich sag mal schon, der 16-, 17-jährige ich, der träumt hier von der größten LAN der Welt. Dass hier die Halle, als wir reinkamen zum ersten Mal, es war komplett leer. Also das Einzige, was hier war, war eigentlich der Boden und halt die Säulen. Meine persönliche erste LAN-Party, auf der ich jemals war. Sehr, sehr, sehr nice. Aber sonst war richtig geil. Die Leute waren richtig happy. Es ist letztendlich eine Familie und da sind sehr, sehr viele positive Emotionen drin. Jeder ist per Du. Ich meine, zu Hause kann ich auch mein Mario spielen. Das ist halt nichts Besonderes. Das mache ich zu Hause. Aber was hier besonders ist, dass um mich herum überall Creator sitzen, die einfach mal in den Stream kommen, die man holen kann. Lass uns was zusammen machen und so weiter. Das war einfach eine richtig geile Stimmung, das hat man auch gemerkt. Die Stimmung hier vorne war genial. Also wenn ihr nicht da wart, habt ihr wirklich echt viel falsch gemacht. 3 Tage LAN. Wir wollen es kurz halten, ihr sollt hier eine geile Zeit haben. Wir wollen alles dafür tun, dass ihr eine gute Zeit habt. Dennis kann ich streichen, Admin-Bereich ist soweit plus minus. Ach, jawohl. Jawohl, lässig. Gut. Wer sind die schon da? Yoshi! Sind die Nipta-Mauspads? Wo sind die? Bei Nipta? Was sind so die aktuellen Herausforderungen? Alles fertig zu kriegen, die ganze Liste abzuarbeiten, dass wir morgen um 10 Uhr, wenn die Leute kommen, alles ready haben und wenn es geht, nicht erst 9.59 Uhr. Gut, also so wie immer, der Anfang ist immer gut, alle sind motiviert. Tische stehen dann mal schnell, dann sieht es schnell nach viel aus und dann kommen die ganzen Details, die ganzen Sachen rundherum und dann kommen plötzlich Probleme auf, Maße stimmen nicht, irgendwo fehlt eine Wand, irgendwie wurde nicht alles geliefert und dann ist einfach nur noch Reacten angesagt und irgendwann steigt der Puls ein wenig. Ich bin Matt, besser bekannt als Hadek. Ich bin Projektleiter oder Veranstalter hier dieser Gamescom LAN der ersten Ausgabe. Arbeite bei MYI, einer der beteiligten Parteien hier. Ja, hi, ich bin Dennis Gehlen, Geschäftsführer und Gründer von Take TV, einer der 2 Veranstalter der Gamescom LAN. Heute ist der 2. Aufbautag, auch der gleichzeitig letzte Aufbautag. Es ist jetzt 22.57 Uhr, 2487 Kalorien verbrannt, aktiv. Und ja, wir nähern uns dem Ende des Aufbautages. Wild, was wir bisher hier abgeliefert haben. Ist unsere erste Veranstaltung, unsere erste LAN in einer riesigen Halle. Und es fühlt sich alles ganz gut an. Wir haben aber noch wirklich viel zu tun. Ich denke aber, dass das so sein muss bei einer ersten Veranstaltung. Hab aber eine mega Vorfreude auf morgen. Ich muss gleich tatsächlich einen Creator abholen, fällt mir noch ein. Den Mickey. Der hat sich gerade noch einen. Der ist schon da. Achso, ja, der hatte noch einen Schneider, der in sein Hotelzimmer gekommen ist, off-topic, der mit seinem Anzug für seine Show am Samstag, die Epic Win Challenge, die er richtig geil produzieren lässt mit uns, damit er gut aussieht. Geil. Ist das erste Mal, dass wir das mit beiden Companies auch zusammen machen, so scheißegal, sprecht alle Leute an, alle sind mega nett, alle sind cool miteinander, wenn ihr was braucht, ne, wir machen das alle Hand in Hand. Das geht natürlich auch für die Lock and Load zu, ne? Die zähle ich da auch dazu. Ich bin Fabrizio, ich bin der Präsident des Vereins Lock and Load. Wir veranstalten seit 15 Jahren LAN-Partys in der Schweiz und machen Dienstleistungen im Bereich Netzwerk und Strom für andere LAN-Partys in der Schweiz und in Deutschland. Hier auf der Gamescom LAN sind wir zuständig für das ganze Netzwerk, also wir bauen das ganze Netzwerk auf, wir konfigurieren es, wir planen die ganze Verkabelung mit den anderen Gewerken zusammen. Und haben jetzt hier rund 50 Kilometer Kabel verlegt. Wir haben 50 Netzwerkverteiler, sogenannte Switches, konfiguriert. Wir haben 4 Firewalls im Einsatz. Wir haben 2 große Router im Einsatz. Und liefern durch das zusammen mit Netcologne, mit dem Internetanbieter in dieser Halle, ein
eine Internetanbindung, die das 500-fache vom deutschen Durchschnittsbürger zum Platz bringt. Ich bin der Kai, ich bin der TV-Leitende von TechTV. Ich glaube, ich darf euch mal ein bisschen erzählen, wie jetzt gerade so der Aufbau läuft oder was wir ja generell machen. Wir haben gestern gestartet, haben gefühlt unser ganzes Lager ausgeräumt, das in LKWs verladen und dann hierher gebracht. Wir sind jetzt gerade hier dran, haben das Licht fertig gehangen, eingestellt, sind jetzt gerade bei der Verkabelung von Kameras und Ähnlichem dran. Dann werden wir das erste Set schon fertigstellen. Das wird nämlich für das Experian, für das Counter-Strike-Team, die wollen Talk machen. Da bauen wir ein nettes Talk-Setup auf und wir haben die VCD hier. Dafür haben wir alles Mögliche aufgefahren, von einem 5-to-5-Setup über ein mögliches Talk-Setup für Podcasts und Ähnliches oder Interview-Sessions. E-Sport-mäßig ist die VCD da, da haben wir ein Caster-Desk und alles mit dabei. Und wir sind natürlich auch mit mobilen Kameras ausgestattet, die sich die Creator auch vor Ort leihen können. Wir arbeiten mit einer Steadicam, mit der wollen wir dann schöne Bewegt-Shots haben von den E-Sport-Momenten. Wir haben außerdem einige von den Boxcams auch noch ein bisschen in der Halle verteilt, unter anderem in der Regie hier oben auf dem Truss für eine Totale oder hinten bei den Admins, dem Gamescom-LAN-Kanal, auf dem Twitch-Kanal, wo kein festes Programm läuft. Wir aber verschiedene Kamerafeeds laufen lassen werden, wo der Twitch-Chat, also die Zuschauenden dann, aktiv entscheiden kann, hey, welchen Part von der LAN möchte ich denn gerade sehen, um vielleicht ein bisschen zu merken, ah, wäre ich doch vielleicht mal doch vorbeigekommen oder für die Leute hier vor Ort, die dann einfach mal sehen, ah, so sieht das in der TV-Regie aus. Genau, da wollen wir ein bisschen mehr Transparenz einfach den Leuten bieten und einfach mal zu wissen so, ey, was geht hier eigentlich? Also erstmal Freitag Einlauf, 10 Uhr, mega geil. Ich gehe raus, Erwartungshaltung vor der Tür. Da stehen jetzt vielleicht 20, 30 Leute. Ich gehe da vor die Tür, mach dieses Metalltor auf und sehe so einen überdachten Gang und kann nicht mal sehen, wo die Schlange aufhört. Und denk mir, was geht denn mit euch nicht? Also wirklich, wie geil ist das denn? Wo seid ihr her? Aus Osnabrück. Hannover. Hier Rendsburg. Worauf habt ihr am meisten Bock? Einfach laden, einfach die Leute kennenlernen. Einfach zocken zusammen mit den Jungs. Ich glaube, die ganzen Leute, die man so online kennt, aus Discord und so, einfach mal in echt zu treffen. Nice. Main Game? League. League. Rainbow Six. Scheiße, nice. Trackmania. Rainbow Six Siege. Rainbow. Trackmania. Trackmania. League of Legends. Ja, aber mir auch. Spielt ihr irgendwelche Turniere mit? Yes. Ja. Holt ihr Earnings? Natürlich. Alle. Welches Turnier werdet ihr spielen? 1 gegen 1, 5 gegen 5? Das 5 gegen 5 Turnier. Schere, Stein, Papier. Okay, du kannst dir vielleicht schon denken, warum wir zu dir gekommen sind. Du hast irgendwas ganz Geiles gebaut. Kannst du mal ganz kurz erzählen, was du da so dir gebastelt hast? Genau, ich habe mir einen kleinen Überstand für meinen Bildschirm gebaut, wo ich meinen PC draufstellen kann, damit ich mehr Platz habe. Und in den Überstand haben wir noch Lüfter eingebaut, falls es hier zu heiß wird. Voller Energie und hab Bock, richtig schön ein ganzes Wochenende voll durchzuzocken. Wir sind mit einer richtig dicken Brigade hier von eSports Cologne, Block J. Ihr werdet uns hören. Cool. Wir wollten ganz kurz Hallo sagen, vor allem für die Leute, die sich wirklich hier schon so früh auf den Weg gemacht haben. 3 Tage LAN. Wir wollen es kurz halten, ihr sollt hier eine geile Zeit haben. Wir wollen alles dafür tun, dass ihr eine gute Zeit habt. Cedric, sein Team und meine Wenigkeit und vor allem unser Team dahinter haben alles versucht, damit ihr eine erste geile Veranstaltung habt. Ich glaube, wir sind jetzt insgesamt fast 1200 Leute, die hier vor Ort spielen. Wir haben, glaube ich, über 80 Creator und Creatorinnen hier vor Ort. Wir haben fantastische Partner dort. Ihr könnt hier alles ausprobieren. Schaut euch um, habt eine gute Zeit. Wenn ihr Fragen habt, seid mit am Start. Ich sag jetzt nichts mehr von meiner Seite aus. Ich wünsche euch jetzt eine richtig geile Zeit, 3 richtig geile Tage. Lasst es rocken. Viel Spaß!
Wenn man sich fragt, warum kommt man auf die Idee, eine LAN zu organisieren? Ich weiß gar nicht, wo ich so genau anfangen soll, aber vielleicht mal zum Verständnis, wie ist das überhaupt entstanden? Der gute Cedric von MOI, der Geschäftsführer und Gründer, meine Wenigkeit, hat einen Podcast, in den ich ihn eingeladen habe, in unseren Podcast. Und wir haben damals vor 3 Jahren oder so darüber gesprochen, ist das schon so lange her? Ich glaube schon, dass wir doch in Deutschland mal zusammen eine LAN, also gerne mal was zusammen machen könnten und dann auch eine LAN. Ja, ich bin Cedric Schlosser von MOI Entertainment, ursprünglich aus der Schweiz, aber auch in Deutschland aktiv seit Jahren. Tatsächlich mache ich schon seit über 17 Jahren LAN-Partys, seit ich 15 bin. Da haben wir gestartet in einer kleinen Kirche mit 20 Personen. Und das Schöne ist, auch heute in der Gamescom-LAN, 17 Jahre später, sind 2 Personen, die damals vor 17 Jahren in der LAN-Party waren, die sind hier. Einer im Netzwerkteam und einer, der ein Check-In-Chef ist, Domi und Olli. Also die haben diese 17 Jahre mit uns überstanden, sind vor Ort und machen immer noch mit. Ja, unsere größte LAN-Party bisher war die Switzerland in der Schweiz mit über 2000 Personen und die letzten 2-3 Jahre waren wir immer wieder am Grübeln, die Gamescom, Riesenevent in Köln, wir als MOI bauen in Deutschland unser Agenturgeschäft auf, aber wir müssen ein Signature-Event, ein Signature-Move irgendwo haben. Dank StarCraft 2 kannte ich Dennis Gehlen, Take schon länger, wir waren früher ein großes StarCraft-Team mit MindSanity und so hatte ich einen Kontakt in Köln, mit dem ich dann zusammengesessen bin und gesagt habe, Dennis, wir müssen doch irgendwie die Gamescom dazu bringen, dass wir hier eine LAN machen können. Und dann ging es 2-3 Jahre und dann haben wir es geschafft. Und dann kam plötzlich eine Mail, hey, wir wollen das jetzt durchziehen mit euch. Und so stehen wir jetzt hier mit fast 1300 Spielern vor Ort in einer der Gamescom-Hallen. Erst einer, who knows, was kommt. Vielleicht kommen dann noch ein paar mehr Hallen dazu in der Zukunft. Und so ist das für mich doch ein sehr schönes Erlebnis. Und was auch schön ist, ist, dass jeder, der hierher kommt, spürt irgendwo unsere Unterschrift des Unternehmens darin, wenn man an einem anderen Event von uns schon mal war. Ja, wir waren schon nervös, weil für fast alle hier vor Ort, außer für die Crew von MY, ist LAN-Party etwas, das man aus der Vergangenheit hört, etwas, das man noch kennt, aber irgendwie nie mehr gemacht hat. Und entsprechend auch für die verschiedenen Gewerke, die uns zuliefern oder die uns unterstützen, auch die Seitenmesse Köln, das erste Mal wieder, dass eine große LAN-Party stattfindet. Und von dem her hat alles eigentlich perfekt funktioniert. Also wenn man das so anschaut, dann gibt es gar nichts zu meckern. Wir hatten am Freitag einen Start ohne Internetprobleme, ohne Stromprobleme. Die Leute konnten sauber und smooth einchecken. Und bis jetzt kann man wirklich sagen, Logistik, alles funktioniert. Die Aufbautage waren etwas härter als geplant. Waren kurze Nächte, da gab es auch Learnings, das hat aber der Teilnehmer natürlich nicht gemerkt. Umso mehr unsere Crew ein bisschen, auf der ich auch sehr dankbar bin für den ganzen Einsatz. Sehr, sehr viel Herzblut, die auch die Mitarbeiter in den Event stecken und das merken, glaube ich, die Leute auch. Und das führt auch zu einer guten Atmosphäre hier. Die sollen einfach eine gute Zeit haben und echt Setups aufbauen, zocken. Viele zocken schon, viele streamen schon und die sollen einfach richtig in den Flow reinkommen. Also die sollen hier wirklich 3 Tage Gas geben. Gamescom LAN ist sicher ein Premium-Experience von der LAN, kann man so sagen, weil wir haben auf der einen Seite viele Partner, die sich echt Mühe geben, mit den Community zu interagieren. Es hat verschiedene Stände, es hat Angebote in jeder Ecke. Ungewöhnlich, dass man an der LAN gleichzeitig so viele Aktivitäten hat. Yo, ich bin der Lou. Ich bin bei Kodo im Sponsoring tätig. Wir sind ziemlich bekannt durch unsere großen Packungen, kurze Handelswege. Wir überspringen so ein bisschen die Handelsketten, sind jetzt auch sehr stark in der Snackwelt vertreten. Im Mai haben wir angefangen, Twitch durchzustarten. Wir haben so mit den ersten Streamern angefangen. Aber dieses ganze Konzept mit den Creatern, die hier vertreten sind, das war für uns okay, cool. Da sehen wir einen Sinn drin, dass wir da reingehen im Sponsoring. Die Leute kommen zum Stand spielen. Wir haben hier so einen kleinen Greifautomaten, eine kleine Snackbar eingerichtet. Es ist leider schon ein bisschen spät, deswegen ist die schon leer. Und das ist auch ein gutes Feedback, wenn die Snackbar schon ein bisschen leer ist. Geht's jetzt, Friseur? Sicher der größte USP ist, wir haben 12, so sage ich, Hauptcreator-Reihen und dazu insgesamt etwa 70 Content-Creator vor Ort. Das führt dazu, dass eigentlich ganz Twitch Deutschland und auch sonst YouTube Deutschland aus der Gaming-Szene guckt auf die Gamescom-LAN. Deswegen liebe ich so Events wie die Gamescom-LAN, weil da siehst du einfach mal, wer sitzt auf der anderen Seite vom Bildschirm.
Was sind das für Leute? Und wir haben hier eine riesige Atmosphäre zwischen den normalen Spielern, die hier Zeit verbringen, die Spaß haben, aber auch mit den Content-Creatern. Und gleichzeitig die Content-Creator spüren, sie können hier frei sein, sie können sich frei bewegen, ohne belästigt zu werden, ohne irgendwie zu viel Fandom und sich unter Druck gefühlt zu fühlen und trotzdem in einer großen Menschenmenge Platz finden mit allen Gamern und Gamerinnen hier zusammen. Viel? 850 Euro morgen für Pizzen. Also heute haben wir gekauft für 700 Euro Adana Dürüm und morgen holen wir für 850 Euro Pizzen. Die Gamescom-LAN ist auf jeden Fall wieder eine gute Alternative wie in ein altes Klassentreffen. Man trifft verschiedene Freunde, die man nur online kennt, mit denen man zuletzt Helldivers 2 gespielt hat. Verschiedene CreatorInnen, die man eigentlich nur von Online-Meetings kennt, mit denen wir zu tun haben. Und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, wieder alle Leute im Real Life zu treffen und mit denen abzuhängen. Am Anfang hatten wir ein bisschen Sorgen mit unseren CreatorInnen, die hier sind, weil wir sehr nah an der Community sind. Wir wollten aber natürlich die Community mit dabei haben. Deswegen wurden die auch eingeladen, logischerweise, in den verschiedenen Rows. Dass es zu close wird, dass vielleicht für manche CreatorInnen zu aufdringlich wird. Aber die Community, weil sie ab 18 ist, alle sehr entspannt, alle sehr freundlich. Man hat geile Events gehabt, man hat geile Turniere gehabt. Es hat sich sehr organisch angefühlt. Und die CreatorInnen haben sich auf jeden Fall auch sehr gut eingebettet. So für manche war das eine erste LAN. Meine persönliche erste LAN-Party, auf der ich jemals war. Sehr, sehr, sehr nice, vor allem, weil man hier am Königstischende sitzt, was ich sehr, sehr, sehr geil finde. Man ist da so ein bisschen der Big Boss, der Chef, schaut auf alle, schaut, ob auch alles in Ordnung läuft. Aber was ich richtig krass finde, ist, ich bin ein großer Fan von PCs. Ich sehe die ganzen verschiedenen PC-Setups von den Leuten, die Rechner. Manche haben so richtig krasse, coole Sachen reingebaut. Wasserkühlung, Custom-Wasserkühlung. Die haben da teilweise Funko-Pop-Figuren einfach in ihrem PC drin, was ich super, super cool finde. Man sieht auch, wie da ein Setup aufgebaut ist, wie viel Spaß die haben miteinander. Ich sehe Freunde, die Insta-Stories, wie die posten, ey, Tag 2, wir spielen weiter in League. Und das liebe ich einfach und feiere es sehr. Die Community, die hier ist, ist super herzlich. Man macht geile Turniere-Events. Zum Beispiel unser guter Noway, der hat durch Zufälle Schreien. Er hat seine Stimme verloren und die Community hat ihm Tee gebracht, hat Halsschmerztabletten gebracht, hat ihn supportet, irgendwie Stofftiere sind reingekommen. Also es ist einfach ein sehr, sehr tolles, herzliches Get-Together und es macht auf jeden Fall Spaß, hier zu sein und mit der Community einen coolen Moment zu erleben. Creator waren alle da, geile Formate sind hier passiert, also die sind hier mit IRL-Streams rumgelaufen. Die haben überall, du hast richtig gemerkt, die fühlen sich hier zu Hause, die fühlen sich hier wohl. Das war nicht so eine riesen Massenveranstaltung, wo du sagst, oh shit, ich bin ja... Die Leute gehen mir jetzt hier alle, die überrennen mich hier gleich alle. Yo, mein Name ist Densen. Ich bin hier auf der LAN. Ich freue mich tierisch drüber. Ich hatte eigentlich vor, ganz schön viel Retro-Sachen mitzunehmen, weil das ist das, wofür mich die meisten Leute kennen. Hat technisch alles so ein bisschen mit meinen Konsolen ja, nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ja, ich habe die ganzen Sachen bei. Ich spiele sehr viel Retro. Ich liebe das Ganze. Ich sammle ganz viel. Und ja, jetzt gerade spiele ich auch Mario, so wie die Leute es gewohnt sind. Also LANs, klar, das ist nicht meine erste LAN in meinem Leben. Ich bin 38 Jahre. Hat für mich alles angefangen damals mit den typischen LANs, wo jeder mit seinem Röhrenbildschirm hingekommen ist, schön den 19 Zoller irgendwie im Auto. Kenne ich alles mit Counter-Strike 1.6, wie das alles so angefangen hat. Dann natürlich viele Jahre nicht mehr so auf LANs gewesen. Und deswegen war ich super neugierig zu sagen, ey, ich würde jetzt mal wieder auf eine LAN gehen. Hab natürlich nicht die komplette Experience, weil ich nicht meine eigenen Sachen mitgenommen habe, sondern ich habe hier mein Setup bekommen. Ich glaube, noch mal geiler, wenn man seinen eigenen Rechner mitnimmt. Das ist ja der LAN-Spirit schlechthin. Aber ich muss sagen, ich habe es geliebt, hier mit Leuten zusammenzusitzen, die man irgendwie kennt. Aus der Community und das ist einfach ein geiles Ding. Das kannst du zu Hause nicht machen. Online natürlich auch geil, aber das ist schon hier nochmal ein ganz anderer Vibe. Digga, erschreck mich doch nicht so. Ich war schon auf der Gamescom selber und wir haben halt dann gesehen, halt, dass die LAN ist und dann haben wir halt eine Zeit lang geredet und dann haben wir halt gesehen, dass wir Hand of Blood für den Block VHL ausgeschrieben hat und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir ja, jetzt oder nie quasi dann. Ich bin der Moritz, komme aus dem Saarland und ich bin hier, mit Freunden zusammen zu spielen. Einfach das Feeling zu haben, nebeneinander zu sitzen und sich auch mal abzuklatschen, wenn man eine geile Runde oder einen geilen Play gemacht hat. Und deswegen bin ich hier. Also ich war jetzt auch schon auf mehreren LANs, wo wir auch mit Kollegen zusammengespielt haben. Aber hier, finde ich, ist nochmal ein ganz anderes Feeling, weil das noch ein bisschen familiärer ist. Auch hier die Community der Gamescom.
vor Ort ist, wo man auch mit Leuten, die gerne zur Messe gehen, sich hier trifft, egal welche Altersgruppe, hier ist alles vertreten. Ja, mein Name ist Marius Löwe, ich bin Vorstandsvorsitzender von einem lokalen E-Sport-Verein, E-Sports Cologne, also gerade hier in Köln ansässig. Wir freuen uns total, hier zu sein, weil wir eben sehr, sehr viele unserer Leute jetzt hier mal face-to-face zusammenbekommen, die dann gemeinsam zocken können. Und gerade in so einer tollen Venue macht das natürlich sehr viel Spaß. Ebenso bin ich auch der erste Vizepräsident im Landesverband für E-Sport in Nordrhein-Westfalen. Ich habe dementsprechend halt auch mit den Veranstaltern gemeinsam versucht, sie zu unterstützen mit dem Netzwerk, das wir anbieten, um eben auch viele Menschen zu erreichen und die Möglichkeit zu geben und ihnen auch zu zeigen, was sie hier machen können, was wir letztendlich aber auch mit dem Kölner E-Sport-Verein hier ausüben, nämlich das organisierte Spielen, der E-Sport, der Wettkampfgeist, ne, und aber auch das Sozialisieren zusammen hier auszuleben. Und bisher hat das sehr gut funktioniert. Ja, für unseren Landesverband gehört natürlich auch dazu, dass wir so ein Event hier nicht einfach nur stattfinden lassen, sondern auch kommunizieren und Menschen, die nicht aus dieser Welt kommen, zeigen, das hier ist die Mitte der Gesellschaft. Das sind Leute, das ist Lebensrealität von vielen Menschen, dass Gaming und E-Sport einfach betrieben wird. Und deswegen haben wir Politiker eingeladen, auf die Veranstaltung zu kommen, sich das anzuschauen und einfach zu erleben, wie das Ganze hier ablaufen kann, mit wahnsinnig vielen Turnieren, mit sehr viel Gewinnen und Verlieren, mit Emotionen, das hautnah mitzuerleben, um denen auch einen Eindruck davon zu geben, was das Ganze hier für ein Potenzial hat und wie unterstützungswürdig das auch sein kann. In die Halle rein bin, dann war sofort wieder dieses Gamescom-Feeling da. Also ich fand es dann echt überragend. Du kommst da rein und all die Rechner und die Jungs zocken dann schon und sind verkleidet zum Teil auch. Also es ist direkt wieder dieses Gamescom-Feeling da und insofern einfach nur happy. Wenn man mal verliert, dann ist dann auch nicht immer direkt dann irgendwie der große Frust da, sondern man gibt sich die Hand in aller Fairness und startet das neue Spiel und dann kann es vielleicht wieder neu laufen. Und genau dieser Charakter, dieser sportliche Geist, dieses Wertekonstrukt, das ist was, was wir total unterstützen und einfach noch mehr hochleben wollen in einem solchen LAN-Event. Ich hab dir gesagt, du kriegst von mir noch ein Geschenk. Ja. Genau. Warst du unser erster Gast? Ja. Das für mich. Ja, das ist für mich. Hey, komm, ich stelle dich. Hab mir direkt den ersten gepackt, der da als erstes irgendwie schon um 6 Uhr war. Hab gesagt, bist du wirklich hier der Erste? Hab ihn dann irgendwie so, ey, geil und so. Hab gesagt, gib mir bitte mal deine Nummer, von wo du sitzt und so. Und denen haben wir dann gestern auch direkt erstmal ein geiles Paket von Cherry gegeben mit allen möglichen Sachen. Der hat sich auch mega gefreut, er war mitten im Turnier. Aber geil, also mega gut. Das, so fing das schon richtig gut vom Gefühl an. Es hat sofort alles funktioniert. War ein langer Weg bis hierhin. Wir sind ja jetzt am zweiten Tag, Samstagabend, um genau zu sein. Für mich so der offizielle Teil, die Presse, die ist vorbei. Wir hatten diverse Fernsehsender hier, WDR. Das hier ist mal eine Möglichkeit, die auch persönlich zu treffen. Also ich bin hier mit einem Freund von mir, den ich seit über Jahren kenne, noch nie gesehen habe. Und jetzt treffen wir uns zum ersten Mal. Und das finde ich einfach toll. ZDF, wir hatten 1Live, die haben gestern oder heute Morgen den ganzen Tag Live-Schalten gemacht von der Gamescom LAN. Diverse Zeitungen, Zeitschriften, da hieß es natürlich, sich um die Redakteure kümmern, rumführen, Interviewpartner suchen, die Creator vorstellen. Denn das ist ja auch so ein bisschen der USP, den die Gamescom LAN hat, die Creator, die mit ihren Communities hier sitzen. Wir haben ja nicht einfach nur über 1200 Spieler und Spielerinnen, sondern am Ende, ganz am anderen Ende der Halle, die Creator-Köpfe, da haben wir ein Hand of Blood, No Way For You, Honey Poo, Elias Nährlich, Bonchwa, Rocket Beans, Phoebe. Ich habe auf jeden Fall noch welche vergessen, aber insgesamt sind es, glaube ich, 12 Reihen. Und die sind mit ihrer Community hier. Und dieses gemeinsame Zocken von unterschiedlichen Communities mit ihren Idolen, das war so ein bisschen das Risiko, was wir bewusst eingegangen sind. Wir wollen Fotos, Autogramme und so weiter. Alles war total höflich, respektvoll. Und dann hast du gesehen, dass hier die bekanntesten Creator dort mit Millionen Fans hier einfach rumgelaufen sind, als ob die einfach mit Kumpels hier abhängen. Und das sind halt Stars. Haben wir hier überhaupt nicht. Wir haben eine super wholesome Atmosphäre. Wir haben ganz, ganz tolle Gruppen, die sich bilden. Die Creator nehmen sich Zeit, haben hier die Zeit für ihre Fans. Die Fans sind einfach dankbar, spielen mit ihnen und überreichen Rosen und ähnliches. Es ist ganz, ganz, ganz tolle Atmosphäre hier. Also wir haben das Ganze natürlich hier zum allerersten Mal gemacht. Wir haben dabei, weil wir alle selber Zocker sind, einen Plan gehabt, einen Wunsch, wie es laufen soll. Aber ob das Ganze so geklappt hat, können wir natürlich als Veranstalter nur aus unserer Sicht beurteilen, würden das aber natürlich wahnsinnig gerne von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen hören. Wir haben gerade alle so ein bisschen die rosa-rote Brille auf, sehen die glücklichen Gesichter, sehen die Happy Creator, Happy Besucher. Aber wir wollen natürlich auch wissen, was ist schiefgelaufen, wie können wir uns weiterentwickeln. Denn selbstverständlich haben wir die Gamescom LAN nicht gemacht, um eine Ausgabe zu machen, sondern wollen natürlich,
wenn alles gut geht, eine Serie daraus machen, die lange, lange läuft, für euch da draußen, für die Community, für die Spieler und Spielerinnen, zu einem Highlight in jedem Jahr zu machen, um eine sinnvolle Ergänzung oder Verlängerung zur größten Spielemesse der Welt, die ja immer im August mit der Gamescom stattfindet, eben im März vielleicht auch die Gamescom LAN zu etablieren als den Punkt, wo man sich trifft und die Connections, die man auf der Gamescom knüpft, vertieft, verlängert und das spielt, was man kennt, statt das Neue kennenzulernen wie im August. Also ich fand es auf jeden Fall sehr cool. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, wenn man halt natürlich Leute trifft, die man so nur online kennt. Das ist schon ein komisches Gefühl, so die dann so neben sich zu haben einfach. Und auch so deren Reaktion einfach beim Zocken auch so live mitzukriegen, fand ich sehr cool. Und auch so, man kann sich auch mit anderen Leuten, die so die gleichen Interessen haben, hier so richtig gut connecten. Und das finde ich einfach richtig, richtig nice. Also auf jeden Fall wären wir wieder dabei, das wäre auf jeden Fall cool. Overall fand ich das ganz cool, auch so mit den Getränken, die zwischendurch auch an Platz gebracht wurden. Ja, also große Kritik habe ich eigentlich nicht. Also dabei wäre ich auf jeden Fall. Wünschen vielleicht, dass auch mal neue Leute dazukommen, die sowas vorher noch nicht gemacht haben, einfach mal, um das hier das anzuschauen. Der realistische Traum ist, hey, wir wollen jedes Jahr größer werden und wir wollen in Deutschland ganz klar die größte LAN sein, so wie die Gamescom die größte Gaming-Messe ist. Dieser Traum, denke ich, ist auch wirklich erreichbar und wir wollen, dass die LAN-Szene in Deutschland und die Gamer in Deutschland sich wieder daran und Gamerinnen sich wieder daran gewöhnen, an LANs zu gehen und dass die LAN-Szene wieder auffloriert. Also wenn ihr nicht da wart, habt ihr wirklich echt viel falsch gemacht. Aber ich weiß ja, dass ihr alle beim nächsten Mal kommt. Denn wie das Feedback auch in den Streams war, wo Leute gesagt haben, ey, wusste ich davon nichts, da wäre ich super gerne gekommen. Sag doch mal das nächste Mal früher Bescheid. Die Streamer haben gesagt, also ich bin vorhin hier hingefahren mit dem E-Roller, ich bin nicht mit dem E-Roller, mit so einem normalen Scooter. Und dann kam mir Maxim von Instinct 3, ein größter Content-Creator, entgegen. Und der sagte, Dennis, war so geil. Ich hatte dreimal so viele Zuschauer wie zu Hause. Die Viewership, die wir hier generiert haben, fantastisch. Für Partner natürlich mega. Aber auch, wie wir interagiert haben, die Content-Creator und Creatorinnen, wir als Veranstalter, alle mit den Fans vor Ort, mit allen. Das war einfach eine richtig geile Stimmung. Das hat man auch gemerkt. Die Stimmung hier vor Ort war genial. Dann würde ich mich einfach freuen, dass all die Leute, die jetzt schon da waren, einfach wiederkommen. Und wenn dann noch weitere kommen wollen, umso geiler. Die Türen sind offen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und das gilt für alle, von Businessleuten, Partnerships, Spielende, Creator und Creatorinnen. Wir wollen für alle eine Lösung finden, weil wir bauen hier eine richtig geile Sache alle zusammen. Weil jetzt können wir geiles Videomaterial zeigen, wir können geile Fotos zeigen, wir können geile Stories erzählen. Und das nimmt uns nie wieder jemand. Also das ist jetzt da und jetzt könnt ihr auch Teil der Story werden und selber die nächsten Stories 2025 erzählen. Danke. Woo! Einmal klatschen für Nisa. Sehr gut, ja. Ja. Woo! Okay, danke. Reicht.